In diesem Video laden wir euch ein, mit uns von Alta in Norwegen über Finnland nach Schweden bis nach Östersund zu fahren. Wir zeigen euch, wo wir übernachtet haben, wo wir eingekauft haben und natürlich zeigen wir euch auch Östersund. Nach dem Besuch des Nordkaps stellte sich die Frage, wie fahren wir zurück? Wir wollten auf jeden Fall über Lillehammer fahren. Die Stadt Alta ist die größte Stadt vor dem Nordkap und diese steuerten wir als erstes an, schon alleine deshalb, weil es hier eine Gastankstelle gibt. Bei wunderschönem Wetter fanden wir am Ortsrand von Alta einen Freistehplatz. Am nächsten Tag war es regnerisch und unsere Entscheidung, nicht mehr den gleichen Weg zurückzufahren, wie wir zum Nordkap gefahren sind, war dadurch eigentlich getroffen. Nun entschlossen wir uns, durch das Gebiet der Samen zu fahren, also Lappland. Lappland ist norwegisch, schwedisch und finnisch und die Samen sind bekannt dafür, für ihre Rentierzuchten. Hier fahren wir übrigens gerade durch die Ortschaft Kautokeino. Kautokeino ist das Zentrum der norwegischen Samen und hier mussten wir natürlich einen Stopp einlegen, denn Ossi wollte unbedingt eine Wurst vom Rentier kaufen. Weiter ging die Fahrt und danach kam auch schon eine Grenzstation. Ich habe schon gedacht, wir haben ja die Route so umgelegt. Ja, schon, aber zum Beginn unserer Reise war das noch nicht klar. Aber da wir ja heute Morgen euch schon erzählt haben, dass wir nicht die gleiche Route zurückfahren wollen, wegen uns gar nichts anderes übrig, als jetzt über Finnland zu fahren. Aber nur für einen kurzen Moment. Ja, es sind nur ein paar Kilometer oder keine Ahnung, wie viel es eigentlich insgesamt sind. Aber so weit lang sieht es die Strecke gar nicht aus. Nee. Und dann überqueren wir die Grenze nach Schweden. Schweden und da bleiben wir dann allerdings ein paar Kilometer. Ja, genau. Und irgendwann fahren wir dann wieder nach Norwegen. Also so ist mal der Plan. Aber wer weiß, wir uns immer noch umändern. Wer weiß, wo wir rauskommen am Schluss. Nur eins ist sicher, in Russland nicht. Nein, um Gottes Willen. Das ist das letzte Land, wo ich jetzt hin wollte. Nein, vermutlich irgendwann wieder zu Hause. Aber ich zeige euch jetzt mal schnell auf der Karte, wie wir jetzt fahren, damit ihr einen kleinen Überblick habt. Also hier waren wir noch in Kautokeino, da haben wir nochmal eingekauft. Und dann sind wir jetzt hier diese Strecke hier gefahren und fahren jetzt hier durch Finnland, hier ist die Grenze, fahren hier da so weiter und dann hier irgendwie so. Und da werden wir dann die Grenze irgendwo wieder überschreiten. Gell? Ja. Ja. Okay, und merkt ihr was? Wir haben den Regen wieder hinter uns gelassen. Und die Sonne ist wieder da. Die Sonne ist wieder da. Allerdings ist es ziemlich bewölkt. Mal schauen, was die nächsten Tage für Wetter uns begleitet. So, und jetzt fahren wir noch und genießen hier die Landschaft. Hier sieht es noch aus wie in Norwegen. Ziemlich ähnlich, ja. Ja. Und Rentierzuchtgebiet ist es auch. Ja, genau, weil hier ist auch noch das Gebiet der Samen. Und die züchten sehr viel Rentiere. So, und das war's jetzt mit den Neuigkeiten.
jetzt fahren wir weiter. Jawohl, wir haben noch was zu tun. Ja. Und natürlich fanden wir auch in Finnland ein wunderbares Übernachtungsplätzchen. So, wir haben uns entschieden, wir bleiben hier in Finnland stehen und machen uns jetzt ein leckeres Feschbach. Und ich probiere diese Rentierwurst. Mal gucken, wie sie schmeckt. Schmeckt gut. Kann ich wunderbar empfehlen. Richtig lecker. Auf unsere bisher online gestellten Videos über unseren Norwegen-Urlaub bekamen wir viele Kommentare von euch. Viele haben auch geschrieben, warum lasst ihr euch an den einzelnen Stationen nicht mehr Zeit. Nun, wir hatten oberste Priorität, das Nordkap zu erreichen, aber auch nur einen begrenzten Zeitraum für diese Reise zur Verfügung. Und so mussten wir natürlich auch gewisse Abstriche machen. In diesem Fall heißt es, möglichst schnell wieder in den Süden Norwegens zu kommen. Und das bedeutet natürlich Strecke machen jeden Tag. Und so fuhren wir relativ schnell durch Finnland durch und nach Schweden hinein. Schweden ist ein landschaftlich sehr schönes, attraktives Land und gerade bei schönem Wetter macht es richtig Laune, durch diese Landschaft mit dem Auto zu fahren. Dank der App Park4Night findet man in Schweden auch immer wieder schöne Parkplätze, die gut abseits der Straße liegen, teilweise richtig tief im Wald drinnen. Schön die Stellplätze auch waren, die Reise geht einfach weiter, obwohl mancher Stellplatz wirklich für eine weitere Nacht eingeladen hätte. So schön hatten wir es gestern. Herrlichster Sonnenschein, aber ganz tolle See sind wir gestanden. Heute fahren wir weiter und es regnet und regnet. Tja. Das Leben. Aber wir müssen jetzt ein bisschen was einkaufen. Wir haben nämlich überhaupt kein Brot mehr. Und jetzt sind wir halt in die nächstgrößere Ortschaft gefahren. Und hier gibt es einen Laden. Ist aber unaussprechbar, der Name der Ortschaft. Ja, ja, genau. Vielleicht blenden wir es unter ein. Auf jeden Fall schauen wir jetzt, dass wir hier ein Brot bekommen. Genau. Ja, wenn wir schon beim Einkaufen sind, tanken sollte man auch. Gustl hat reklamiert, er bräuchte jetzt auch mal wieder Treibstoff. Und okay, fahren wir natürlich an die Tankstelle. Und ja, die Uhr, die rennt, die rennt, die rennt. Und ja, so ganz super billig ist das natürlich nicht. Ja, es sieht natürlich, die Uhr rennt und rennt und rennt und... Naja, okay, so ist es halt, wenn man im Urlaub ist oder auf Reisen.
Da kommt halt auch dementsprechende Kosten hinzu. Ja, okay, was sein muss, muss einfach sein. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt, oder? Ja. Jetzt hoffen wir mal, dass der Gustl zufrieden ist und uns weiterhin gut durch die Lande fährt. Das Einzige, was prozentual etwas niedriger ist in Schweden, das ist der Alkohol. Das Bier hat nämlich nur 3,5%. Naja, das ist ja jetzt auch da nicht. Da drauf verzichtet. Das ist jetzt, naja. Also, das ist ja jetzt auch wirklich nicht wichtig. Da kann ich gleich Mineralwasser trinken. Na ja, genau. Ich bin gesünder. Ja. So, jetzt fahren wir aber weiter und mal schauen, wo man heute Nacht übernachtet. Genau, suchen wir uns ein schönes Plätzchen. Ja. Also, da muss es ja in der Einsamkeit muss es genügend Plätzchen geben, wo man einfach beistehen kann. Naja, schauen wir mal, was wir finden und dann hoffen wir mal, dass der Regen vielleicht ein bisschen aufhört, sodass wir wenigstens mal mit der Nase vor die Gusteltür gehen können. Ja. Wieder einmal fanden wir tief im Wald ein schönes Plätzchen an einem abgelegenen See. Ein Plätzchen, an dem man gerne auch mal hätte stehen bleiben können, aber der Regen lud nicht dazu ein, hier einen Tag zu verbringen und mal zu entspannen. So fuhren wir am nächsten Tag weiter. Unser Ziel war weiter Richtung Östersund. In dem Örtchen Strömsund war eine Brücke gesperrt. Durch eine provisorische, unbefestigte Straße führte ein Umweg und da erlebten wir dann unsere tägliche Überraschung. Helle, was sagst du dazu? Eine Straße gefahren, die TomTom gesagt hat, die soll ich vermeiden. Und ich bin sie gefahren, jetzt schaut das Auto aus. Das war in, wie heißt es? Störesund. Störesund war eine Brücke gesperrt. Und es war ein 17 Kilometer Umweg auf Schotterstraßen oder sowas. Ja, und so sieht der Gustl jetzt aus. Und wir wollen heute noch mal eine Nacht im Wald verbringen, aber jetzt müssen wir auf den Parkplatz gehen. Ja, und jetzt sind wir nämlich schon in Östersund. In Östersund, ja genau. Und da haben wir uns jetzt durchgefragt auf eine, was heißt wir, der Helle hat sich durchgefragt für eine Waschanlage. Und jetzt waschen wir den Gustl halt, obwohl es regnet. Aber so ist es ja immer. Den waschen wir trotzdem, ja. Wir machen den schön sauber, damit wir wieder schöne Bilder machen können mit dem Gustl. Ja, also so kann man ja wohl nicht rumfahren, oder? Ja, aber ich muss was sehen. Ja. Guck mal, der arme Kerle, wie das aussieht. Ja. Okay. Wir wechseln die Box. Ja.
Jetzt stehen wir am Biathlonstadion in Östersund. Genau, aber kein Schnee. Nein. Und der Tag verlief heute irgendwie ein bisschen anders, als wir uns das gedacht haben. Aber so ist es halt, wenn man unterwegs ist. Und jetzt sind wir halt ein wenig flexibel gewesen und sind jetzt direkt nach Östersund durchgefahren, nachdem wir ja diese Umleitung gefahren sind und uns dieser Pickup von oben bis unter total noch... Nicht nur der Pickup, die ja, die aber Straße. Der hat uns nur den Rest der gegeben. Der hat uns den Rest gegeben, ja. Eben das mit der Waschanlage hat gut funktioniert. Ja. Und jetzt machen wir uns das Hüge. Wir sind nämlich in Schweden und da macht man sich das nicht gemütlich, sondern Hüge. Hm. Ja. Dann haben wir da rum. Ja. Während ich das Auto gewaschen habe, die USA dazugelernt. Ja, das ist gehört schon fast zur Allgemeinbildung. Also auf jeden Fall machen wir es uns jetzt richtig gemütlich. Und morgen schauen wir mal weiter. Dann gucken wir uns eventuell ein bisschen das Östersund an. Und dann fahren wir wieder nach Norwegen. Ja, wenn es so klappt, wie wir das uns ja das Norwegen vorstellen. Ist ja eine Norwegenreise, ne? Ja, eigentlich. Nur ein kurzer Abstecher durch Finnland und Schweden. Tja, meine Lieben, und nach was sieht es aus? Das wird jetzt unser leckeres, gemütliches Abendessen. Wenn ihr mal irgendwelche Reste habt, dann müsst ihr nur die Ursi fragen, wie man die verwertet. Ja, so ist ja in Ordnung. Und es wird nachher richtig lecker. Ihr werdet schon sehen. Wir werden sehen, ja. So, heute gibt es mal was Neues im Haushalt. Wo sie doch kocht. Ja, also wirklich, ja. Aber ich habe leider nicht so die richtige Pfanne dabei und es wird dann ein bisschen schwierig, dieses Omelett hier rauszukriegen. Aber es wird schon, irgendwie wird es hinhauen, ja. Sieht teilweise schon ganz lecker aus. Mhm. Hier ist es noch nicht so ganz lecker, ja, weil da ist Rentierwurst drin. Meins ist vegetarisch, das schaut viel besser aus. Das ist im Backofen zum Warmhalten. Ja, ich mach auch mal, ob du sehen kannst. Ja. Gut, schau, Ossi. Ja, ich denke auch. Hauptsache schmeckt. Nicht ganz so schön wie meins, aber. Ist doch typisch, welches ist für mich. Ja, so ist es halt. Aber ich glaube, es ist okay. Und jetzt machen wir hier dieses Kerzle auch noch an. Und dann haben wir das nämlich jetzt hier richtig. Na, geh an. Jawohl. Richtig Hüge. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Und wenn man schon mal nach Östersund kommt, dann schaut man sich natürlich die Biathlon-Arena an. Ja, ja, wo genau. Unsere Athleten, das wollte ich sagen, unsere Athleten schon so erfolgreich gewesen sind. Hört. Ja. Also ja, daneben schießen, da schimpfe ich halt immer ein wenig am Fernseher und deswegen hat ich uns jetzt gesagt, hört, ja. Ein wenig, ihr solltet es mal hören, ja, oder ne. Besser gesagt, lieber nicht. Sonst klingeln euch die Ohren nur noch Wieso, Tage wenn nachher. Sie, wenn sie daneben schießen, dann dürfen wir auch mal mehr gern, ja. Ich zeige euch mal, wo sie mir daneben schießen, ja, wo ich mich immer aufregen muss. Ja, immer so kurz vor dem Herzinfarkt. Aber ist interessant hier. Ja, hier haben wir die Brücke, muss ja auch durchfahren oder drüber fahren. Ha? Drüber fahren die da, drüber und dann um dieses Gebäude hier rum, wie es aussieht und dann zum Schießstand. So sehen wir das jetzt im Sommer, im Winter, wenn hier Meter hoch der Schnee liegt, sieht immer irgendwie alles anders aus. Da hinten, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Da kommen sie rein und dann laufen sie wieder raus und hier schießen sie daneben. Helle ist wieder halt richtig nett, gell? Ich sage immer, er soll es mal selber machen. Kilometerweit zu rennen in Sturm und Schnee und Wind und weiß der Kuckuck alles und dann auch noch das Ziel treffen. Ja.
Soll er erst mal nachmachen, gell? Ja, ja. Bevor er da jetzt also auf jeden Fall bin ich ja Biathlon-Fan und bin regelmäßig in Östersund am Fernseher. Ja, genau so ist es. Und immer, wie gesagt, kurz vorm Herzinfarkt. Ja, nur, wenn man gewinnt, nicht. Ja. Ja, man ist ja sportlich engagiert. Ja. Und da haben wir die Haupttribüne. Hey, schau mal, hier liegen die ganze Patronenhülse. Ui. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass die nicht schon seit Jahren hier rumliegen, sondern dass das eventuell schon noch vom Training hier ist, wenn hier überhaupt Training hier stattfindet. Eben eine auf. Willst du ein Souvenir mitnehmen? Ja, aber dann von der Nummer 1. Nummer 1? Was heißt die Nummer 1? Na, hier sind wir bei der Nummer 17. Nummer 1, wo ist die Nummer 1? Ganz da vorne. Also das ist der Schussdings da, der Schussbereich. Der Schussbereich. Das ist die Ursi. Auf die schießt man nicht und wir gehen jetzt da, wo die Nummer 1 ist. Und dann nehmen wir uns eine Weltmeisterhülse mit. Wir nehmen auch nicht von der Nummer 8 oder von der Nummer 17 mit. Nein, wenn man die Auswahl hat. Ja, wo sie? Ja. Ich hoffe nicht, dass das dann Diebstahl ist wie in der Türkei. Oh, nee. Nein, natürlich nicht. Wenn man in der Türkei einen Stein mitnimmt, dann ist man im Gefängnis. So, jetzt sind wir hier angekommen, wo wir hingehören. Zur Nummer 1 und die Ursi holt eine. Ich gehe mal runter und suche die schönste raus, oder? Ein Erinnerungsstück an Östersund. Ach, ist das schwer. Welche ist denn jetzt die schönste? Ach ja. Die Ursi hat sie. Ich hab was. Unsere Erinnerung an Östersund. Ja, ich mache sie noch ein bisschen sauber. Der Dreck lassen wir nämlich da. Ja. So. Und die Patronenhülse nehmen wir mit. Das nehmen wir mal mit. Ich gehe davon aus, das sind diese Hülse. Natürlich. Oder? Kenn ich da nicht so aus, aber... Ich verstehe ja gar nicht, dass die das nicht aufräumen. Nö, vielleicht sollte es als Motivation hier liegen bleiben. Oder ja. Also, das ist Östersund. Da waren wir und jetzt fahren wir weiter in die Innenstadt. Ja. So gibt es das Seeungeheuer. Oh ja, vielleicht sehen wir das. Oh ich ja, habe es zwar noch nie gesehen, aber wer weiß, vielleicht finden wir es. Vielleicht sind wir die Ersten, die es sehen. Ja. So, jetzt stehen wir hier am Yachthafen von dem See. Der heißt? Ach je, wenn ich es richtig ausspreche, wir sind hier in Schweden, ja. Storsjön. Storsjön, ja. Sagt der Schwede, ja. Und dass hier überhaupt Motorboote stehen, das ist schon sehr verwunderlich. Warum? Ach so, ja. Denn in diesem See gibt es ein Ungeheuer. Ja, genau, aber das hat so einen unaussprechlichen Namen, den spreche ich jetzt nicht. Doch, den spreche ich jetzt aus. Nee, das heißt Storsjöodjuret. Also, das heißt übersetzt Ungeheuer am See oder Seeungeheuer. Ja. Es hat einen Spitznamen und der heißt Bürger. Oder ja. So. Ohne Gewehr. Spitzname. Ohne ja. Gewehr. Aber schon allein der Name von dem Ungeheuer lässt fürchterliches erahnen. Ja. Es hat zwar noch keiner gesehen, aber man weiß, das ist da drinnen. Das ist so ähnlich wie Loch Ness von Großbritannien. Ja. Schottland, ja. Und jetzt schauen wir uns das hier mal am Hafen ein bisschen an, bevor es nämlich zum Regnen kommt. Es sieht gar nicht gut aus. Ja, wahrscheinlich schneit es in Östersund dann. Ach so, na ja klar, irgendwann fangen die Biathleten an. Ja, genau. Also komm, vorwärts. Auf Start geht's. Ja, die Ursi treibt mich wieder. Jo. Also was da passiert ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Ursi steht beim Seeungeheuer. Also das Seeungeheuer muss ich ja wenigstens mal begrüßen, oder? Also. Was ist da passiert, Ursi? Was weiß ich.
keine Ahnung, vielleicht haben sie ein Fest gehabt oder so, weiß nicht. Also das ist auf jeden Fall der zentrale Platz von Östersund. Und das da ist die Einkaufsstraße. Ja. Und die führt uns, glaube ich, jetzt zurück zum Gustl. Nee, wir gehen jetzt wieder runter ans Wasser. Heute ist Sonntag und dementsprechend sind halt leider alle Geschäfte geschlossen. Aber ein kleiner Eindruck übermittelt es trotzdem. Genau. Mhm. Und ihr seht jetzt mal, dass Östersund nicht nur Biathlon ist. Nein, übrigens, Östersund soll die so circa die geografische Mitte in Schweden sein. So heißt's. Genau. Nein, es ist auch so. Ja. Also jetzt gehen wir noch mit zum Wasser und dann zurück zum Gustl. Ja, es wird und, frisch. Und dann fahren wir nach Norwegen. Ja, dann schlage mal wieder diese Richtung ein, ja. So, jetzt sind wir hier auf der Fußgänger- und Radfahrerbrücke. Ja, die zwei Stadtteile miteinander verbindet. Richtig. Mhm. Und wir bleiben aber auf dem einen Stadtteil, denn wir wollen ja zurück nach Norwegen heute noch kommen. Nun zwar Zeit, alle Zeit der Welt, aber Pelle pressiert es jetzt. Ja, ich will zurück nach Norwegen. Ja, er hat sein Biathlon-Stadion gesehen und jetzt alles andere interessiert ihn nicht so. Und das war jetzt eigentlich schon unsere Eindrücke von Schweden. Wir hoffen, Schweden, Finnland, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Ja, das war halt einfach nur mal ein Umweg fahren oder was heißt ein Umweg fahren, einfach eine andere Strecke fahren und von daher ist es in Ordnung. Ja, und bald melden wir uns wieder mit dem nächsten Teil, wo auch immer der herkommt. Ja, genau. Vermutlich aus Norwegen. Ja. Also, ciao. Oh Leute, schaut mal. Wir wollen wegfahren und was ist? Die Sonne kommt wieder. Also. Östersund freut sich, dass wir wegfahren. So könnte man das sagen, ja. Aber wir schauen uns das jetzt nicht nochmal an in der Sonne. Es sieht auch nicht anders aus, vielleicht ein bisschen freundlicher. Und wir fahren jetzt und verlassen Östersund. Das waren unsere Eindrücke von Schweden und von Östersund. Wir fahren weiter wieder nach Norwegen und zwar Richtung Lillehammer. Was wir da erlebt haben, das zeigen wir euch dann im nächsten Video. Vielen Dank wieder, dass ihr uns begleitet habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid.